Hallo Freunde, wir spielen zusammen Wer mehr 2. Mittlerweile sind wir schon bei Teil 3 angekommen in dem Strategiespiel Wer mehr 2, wo es darum geht, von unserem Onkelchen die Gemälde zurückzuerlangen, um sie dann anschließend alle zusammen zu erben und so ein prächtiges Vermögen aufzubauen. Bislang haben wir ein paar Plantagen gebaut und unsere ersten Termingeschäfte erledigt und jetzt wollen wir mal schauen, wie viel Waren wir produziert haben und zusehen, dass wir mal langsam zu unserer ersten Auktion kommen. Hier Warenlager sehen wir. Achso, ja, was ich nur sagen wollte, wie ihr seht, man kann jetzt im Mauszeiger sehen, denn ich habe es verbammelt, dass man das bei Bandicam einschalten muss. Das tut mir leid. Verzeiht mir dies, aber jetzt könnt ihr immer alles schön mit dem Mauszeiger verfolgen und ich denke mal, dass es dann alles noch ein bisschen einfacher ist. Also, jetzt erstmal unsere Waren nach New York verschicken. Nach London. New York lohnt sich nicht. Das sieht mir so gut wie gar nicht. Hier, oh, 720. Zu spät gesehen, okay. Hätte sich vielleicht gelohnt. Naja, macht nichts. Aber warte mal. Das lohnt sich ja dann kaum noch, ne? Die Termingeschäfte? Nee, ist alles okay. Die 4 Tonnen, dafür fahren wir nicht noch rüber. Ist auch noch ein Tag. Ich glaube, ein paar Sachen davon haben wir auch gemacht. Gut, dann würde ich sagen, reisen wir zu unserer nächsten Plantage nach Bombay. Ja, hier, 83 haben wir erfüllt. Bekommen 81.000. Sehr schön. So, herzlich willkommen in Bombay. Dritter Besuch. 360 Lohnkosten. Warenlager gucken. Wir haben 56 Tonnen Tabak. Könnten wir nach New York schicken. Aber machen wir nicht, weil wir kriegen hier 665. Das ist ein super Preis. Zurück zur Stadt. Jetzt schicken wir nochmal kurz die Plantagen. Wir haben Geld. Könnten eine zweite Tabakplantage bauen? Ja. Machen wir. So. Dann einmal gucken. Auf Stufe 3 haben wir die. Das haben wir hier auch. Und wir haben hier 12 Mitarbeiter. Das haben wir hier auch. Zurück zum Spiel. Haben immer noch 43.000. Dann können wir jetzt beruhigt nach London reisen. Und unsere Waren verkaufen. Mal gucken, wie viel Geld wir dann einfach raus haben. So, wir kommen in London. Waren, Lagerkosten 2200 mittlerweile schon, aber das juckt uns nicht. So, guck mal hier. 112 Kaffee, 112 Tonnen, 65.000, das ist sehr schön. 56 Tonnen Tabak verkaufen wir auch. Und 104 Tonnen Tee. Ich muss mal gucken, was das kostet, weil wir kriegen das Doppelte in New York. Ich muss mal kurz gucken, was eine Reise nach New York kostet. Die kostet uns 1000, ja. Das ist ja fast schon... Wir kriegen das Doppelte dafür, ne? Was kostet das für Schicken? Also heißt das 5000? Ja, wir verschicken das. So, und jetzt zurück. Das lohnt sich, ja, sie ist 375 für Tabak, das lohnt sich nicht. 667 gibt es in London und Schokolade können wir noch gar nicht machen. Also, 8. Oktober in Lissabon. Reisen wir jetzt erstmal nach New York, um dort unseren an den Mann zu bringen. Aktuelle Meldung, 30. September 1918. England und Frankreich unterzeichnen Waffenstillstand mit Bulgarien. Sehr schön. Und noch eine Meldung, Prinz Max von Baden wird deutscher Reichskanzler. Herzlich willkommen in New York, Lagerkosten 462. Ja, habe ich mir gedacht, seht ihr, 77.000, das ist doch eine schöne Summe. Die... Oh Mann! Sollen wir das machen? Mein Geld haben wir ja, wir könnten sogar zur ersten Auktion gehen. Ja, ich würde sagen, da kitzeln wir noch was raus, ne? Und wisst ihr was? Ich gehe mal auf Risiko und nehme alles an. Das sind 168.000. Ich nehme alles an, das soll mir keiner wegnehmen. So, den Tee lassen wir liegen. Um dieses Termingeschäft abzuschließen, müssen wir auch nicht nochmal nach New York. Wir müssen nur zusehen. Moment, das habe ich vergessen. Das können wir auch in den Bilanzen sehen, meine ich. Aber wir müssen nur zusehen, dass wir in New York 151 Tonnen haben. Wir haben jetzt 104, also müssen wir noch
46 Tonnen hinschicken. Und dann ist es erledigt. Dann machen wir das. So, das schaffen wir nicht bis zum 8. Das war der 8., ne? Ja, aber wir könnten ja mal... Ja, wenn wir schon in New York sind, können wir auch so auch hier machen. Wir könnten ja mal anfangen, hier die... beginnt ab 15. Nee, dann, wisst ihr was, dann machen wir das folgendermaßen. Wir reisen nach San Francisco und machen da so einen Kurs. Weil wer weiß, wann wir wieder nach San Francisco kommen. Und ich weiß jetzt auch nicht, ob wo überall welche sind. Geht der auch um 15 los? Machen wir mal Impressionismus und dann können uns keine, sag schon gleich, keine Fälschung oder Jubel werden. Was auch etwas Geld spart. Ein bisschen Luft haben wir ja auch. Das Termingeschäft bis zum 15. Dezember, das schaffen wir auch locker. Termingeschäft Tabak haben sie gemacht. Warum auch immer. Leute, das war blöd, dass ihr das gemacht habt. Ihr habt dadurch Verlust gemacht. Aber egal, macht was ihr wollt. Nächste Meldung, Karl Liebknecht wird begnadigt. So, noch 4 Tage. Tschechoslowakischer Staat in Prag ausgerufen. Na, das geht jetzt auch los. Sie sind 20 Tage hier. So, jetzt haben wir das gemacht. Dann reisen wir doch jetzt mal. Ah, hier ist eine Auktion. Wann? Am 4. November. Klassizismus. 43.000. Sollen wir das machen? Danach müssen wir aber echt los, sonst haben wir Streik. Okay. Gut, wir haben Geld. Wir fahren hin. Wir sind da schon vielleicht die Einzigen da. So, Silvestergala. In San Francisco, liebe Freunde und Clubmitglieder, hiermit lade ich euch herzlich zur Silvestergala des Club der Elite nach San Francisco ein. Dieses Jahr wird unter den verdiensteten Clubmitgliedern des Jahres wieder ein wertvolles Gemälde aus Clubbeständen verlost. Ich würde mich freuen, euch am 31. Dezember zahlreich in San Francisco zu sehen. Walter von Grünschild, Ehrenvorsitzender. Walter von Grünschild ist unser Onkelchen und ja, da fahren wir hin, denn da gibt es ein schönes Gemälde. Ah, Kakao wurde auch eingelöst. Gucke ich gleich. Nächste Meldung, Aufstand bei der deutschen Hochseeflotte in Kiel. Ja, da gibt es ein schönes Gemälde, das wird versteigert. Ah, wir sind nicht alleine, Wilhelm ist auch da. So, dieses Gemälde wird versteigert für 43.000. Keiner kann sehen, ob es echt oder gefälscht ist. Risiko oder nicht? Ich würde sagen Risiko. Wer geht höher? Gucken, wer will das haben. Und zur Not, wenn wir nur den Preis hochtreiben, dass Wilhelm das nicht kaufen kann. Beziehungsweise, dass er ein bisschen Geld ausgeben muss. Verkauf! Wir haben es gekauft für 49.000. Nach Paris. Aus der Serie Klassizismus, der Affe als Maler von Jean-Baptiste Simeon Chardin wurde von Sabeo zum Preis von 49.000 ersteigert. Das Gemälde passt zur Galerie Klassizismus in Paris. Gut, dann heißt es, wir müssen nach Paris, aber jetzt reisen wir erstmal so rum, dauert auch nochmal 2 Wochen nach Bombay, damit wir... Oh, hier, seht ihr das? Hier ist Ankara. Ein Gegner ist gerade in Ankara und macht da ein bisschen Stunk bei unseren Arbeitern. Das geht jetzt los, dass sie sabotieren. Also müssen wir auch zusehen, dass wir da gleich hinkommen und dass wir gerade biegen. Der ist ganz schön lange da. Wobei, man kann da glaube ich auch Expeditionen machen, aber gucken wir mal. Dies ist ihr 4. Besuch. Oh, Lohnkosten ausgezahlt. Gut, die sind alle noch zufrieden. 215 Tonnen Tabak, sehr schön. Wieder hier New York. Das lohnt sich nicht. Schicken wir nach London. Und wir haben noch einen Monat für den Tee. Jetzt reisen wir nach Ankara. Gucken, Ring, nee, der schläft in Ankara. Mal gucken. Was der da gemacht hat. Ja, hier. 20. Besuch. Ihre Arbeiter wurden bei ihrer Ankunft ausbezahlt. Die Lohnkosten betrugen 3.252. Ihre Arbeiter befinden sich im Streik, weil sie zu lange auf ihre Löhne warten mussten oder von einem Konkurrenten angestachelt wurden. Bitte kümmern Sie sich persönlich um die Angelegenheit.
Bei Streik muss man auf die Plantage und die Arbeiter wieder einrichten. Weil hier sieht man das, hier sind nur noch zwei. Das machen manchmal die Konkurrenten leider. So. So. So, alles wieder gerade gebogen, sind alle wieder happy. Wir haben 121 Tonnen Kaffee. Kein Termingeschäft für Kaffee, also verschicken wir das nach London. Und Tee, genau, 46 Tonnen fehlen noch in. Ja. Also jetzt muss ich mal kurz mal die Bilanz gucken. Wo konnte ich dann nochmal sehen, wo ich wie viel liegen habe? Das neue Plantage. Berichte. Da, 104 Tonnen haben wir, 151 brauchen wir. Also sind das 46 Tonnen, die wir nach New York schicken. So. Eigentlich müssen wir alles nach New York schicken. Aber. Wir warten nochmal, wir können es ja auch hier liegen lassen. So, wir haben jetzt erstmal ungefähr eine ganze Menge verschickt nach. Jetzt werden wir mal gucken. Termin ist klar. Clubtreffen. San Francisco. Guck mal, am 31. müssen wir eh wieder rüber. Dann nehmen wir den ganzen Tee mit. Das ist doch gut. Dann sammeln wir bis dahin Tee. Und wenn wir den hier im Warenlager sammeln, ist das günstiger, weil wir da keine Miete bezahlen. 14. Dezember in Berlin. Ein zeitgenössisches. Ja, das ist doch gut. Nee, die Expedition machen wir nicht. Dann reisen wir jetzt mal nach London. Verkaufen. Schön. Jetzt muss ich mal gucken. Hatte ich meine Kredite zurück? Ja, die alle zurückgezahlt. Sehr schön. Sieht gut aus. Dann gehen wir jetzt mal nach. Was war das? Zeitgenössisch? Ja, zeitgenössisch. Okay, das hatten, den haben wir schon. Gucken wir mal nach Paris. Geben unser Gemälde ab. Gucken wir welches Gemälde. Klassizismus. Welchen haben wir denn jetzt gelernt? Weiß ich gar nicht. Wachtungsgalerie. So, abliefern. So. Jean-Baptiste Simon Chaudin, 1740, während die Kunst in Frankreich des 18. Jahrhunderts entweder klassizistisch, monumental oder rokokohaft überladen und graziös war, hat Chaudin völlig unzeitgemäß bescheidene Stillleben in kleinbürgerlichem Milieu gemalt. Dabei war er erstaunlich erfolgreich. Chaudins Bilder wurden als Stich kopiert, gedruckt und in ganz Frankreich gekauft. So auch dieser Affe als Maler. Während der Affe augenscheinlich den Poteau porträtiert, malt er in Wirklichkeit nur sich selbst. Jedenfalls deuten die Umrisse auf der Leinwand dies an. Chaudin stellt mit dieser Karikatur die Frage nach dem Gegensatz von Nachäffen, der Natur oder dem Darstellen abstrakter Ideale der Malerei dar. 1740 wurde dieses Bild im Pariser Salon ausgestellt und provozierte die damals im Entstehen begriffene journalistische Kunstkritik zu einer vielfältigen Auseinandersetzung des Chaudins, die Chaudins Berühmtheit zugute kam. So, dann wollen wir mal gucken. Ich hoffe, es ist echt. Fälschung abgegeben. Nein! Onkel Walter klopft dir freundlich auf die Schulter. Du weißt doch, du brauchst mir doch nichts mitbringen, wenn du mich besuchen willst. Das mit dem Bild ist wirklich nett gemeint, aber es ist leider eine Fälschung. Nein! Ja, das passiert dann. Also würde ich sagen, wir reisen mit unseren 280.000 mal nach Berlin, sind ein bisschen geknickt und gut, das haben wir schon. Warte mal, dann reisen wir jetzt die Rosenelzer Welt rum. Ich möchte nämlich gerne bis zum 15.
Am 14. ist es zu Ende. Am 1. beginnt das. Ach nee, das schaffen wir nicht. Das schaffen wir nicht. Nein, gut, dann reisen wir zurück nach Berlin. Wo ist eigentlich unser Onkel? Gerade, so. Ach, der ist in San Francisco. Nee, das schaffen wir schon gar nicht bis in 14 Tagen. Dann gehen wir hinzu. Nein, nicht in die Galerie. Guck mal, hier hängen schon zwei Bilder. Guck ich jetzt mir aber nicht an. Ein Picasso und ein Klee. Wir gehen ins Hotel und warten bis zur Auktion. Aktuelle Meldung. Englische Truppen besetzen Köln und Bonn. Gut, dass wir in Berlin sind. Nobelpreis für Physik an Max Planck. Ja. Herzlichen Glückwunsch, kann man damit sagen. So, Mindestgebot 41.000. Ich möchte Ihre Aufmerksamkeit auf dieses wundervolle Kunstwerk zu meiner Linken richten. Aus der Serie Zeitgenossen Blumengarten A von Emil Nolde, Entschuldigung. Mindestgebot sind 41.000. Folgende Spieler können aufgrund ihres besuchten Kunstkurses zur Serie Zeitgenossen eine mögliche Fälschung erkennen. Sabine, gut. Jetzt sieht man hier unten diesen Code C0. Jetzt muss ich mal ganz kurz... Ah, ich sehe gerade. Wir sind sowieso am Ende unserer Aufnahme. Das heißt, ich muss nämlich so eine Tabelle jetzt angucken und das mal kurz überprüfen. Ich habe sie leider nicht offen. Ich beende die Aufnahme und in der nächsten Aufnahme gucken wir dann, ob wir hier wieder einer Fälschung ausgeliefert sind oder ob wir dieses Mal vielleicht Glück hatten. Also bis zur nächsten Folge.